Hallo, liebe Zuschauer, ich sitze hier und schneide Speck und wer mich lieb hat, holt mich weg. Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist ja anlassbedingt ein weiteres Video, was sich nur um den Fadi drehen wird. Viele Leute haben mir auf Instagram geschrieben. Ich möchte mich ganz, 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 ganz herzlich nochmal auf der Resonanz auf den letzten Videos bei euch bedanken. Ihr seid wirklich phänomenal, wirklich ganz, ganz vielen Dank. Es sind, ich glaube, jetzt über die letzten drei, vier Videos 30 oder 40 neue Abonnenten auf meinen Kanal gekommen und haben ja sich mit mir beschäftigt, haben die Themen, die ich angesprochen habe, ja mitgenommen, haben viele Genesungswünsche und gute Besserungswünsche an den Fadi ausgerichtet, also beziehungsweise dargelassen. Ich denke, ich habe wirklich jeden Kommentar auch beantwortet. Falls ich bei manchen nichts geschrieben habe, sondern nur ein Herzchen gegeben habe, dann sei das dem einfach geschuldet, dass das so viele waren. Ich möchte mir wirklich da ganz, ganz herzlichen Dank sagen an alle, die ja geistig und auch so schriftlich mich. Ja, eigentlich nicht mich, sondern uns alle, also den Fatih, die Mira und mich so unterstützt haben. Und wir möchten da ganz, ganz herzlich Danke sagen für die guten Worte. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Fatih. Ich hatte ja das letzte Video, da bin ich ja um den See gelaufen, da habt ihr das Update sozusagen von mitbekommen. Und jetzt ist es schon ja 3, 4 Tage später. Ich glaube, heute ist der 5. Tag, der losgeht. Denn der Fadi wurde jetzt zwischenzeitlich in ein anderes Krankenhaus verlegt. Ich war kurzzeitig auch schon ja, auf dem Livestream unterwegs gewesen und hatte da schon mal mit einigen interessierten Zuschauern ja gesprochen. Und ich mache mal das Navi hier aus, das nervt. So. Und hatte dort auch schon erklärt, was als nächstes so passiert ist. Wissen tue ich es noch nicht zu 100%, aber also höchstwahrscheinlich hat der Fadi einen Bandscheibenvorfall, bei dem eine ja, Entzündung der Nervenbahnen innerhalb des Rückens dafür sorgt, dass er Schmerzen hat und weil die Nerven ja im Rückgrat laufen ja bis runter in die Beine und deswegen kann er nicht mehr richtig laufen, stehen, gehen. Das ist so der Erststand, den ich jetzt hatte und der mir ja von den Ärzten auch mitgeteilt worden ist. Das Ganze noch aus dem Krankenhaus in Pankow. Er ist jetzt verlegt worden ins Krankenhaus nach Berlin-Frohnau. Dort gibt es auch einen geriatrischen Spezialbereich, also einen Krankenhausabteilungsbereich, der speziell für ältere Menschen ist und für die älteren Bedürfnisse ausgelegt ist von Menschen halt im gehobenen Alter, die halt so wie mein Vati Vorerkrankungen haben, starke Vorerkrankungen haben und da kann man sich einfach besser um ihn kümmern. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe auch mit den Ärzten gesprochen und jetzt müssen wir natürlich halt rausfinden, was wir als nächstes machen können, um ihm zu helfen, um ihm halt zu unterstützen, um dafür zu sorgen, dass er so weit wieder gesund wird, dass er dann auch wieder nach Hause kann und sich noch selbstständig, also das, was er noch kann, weiter versorgen. Das sieht momentan sehr, sehr schlecht aus. Also ich nehme da auch kein, also ich beschönige es nicht, sondern es sieht momentan nicht gut aus mit seinem Gesundheitszustand und mit seiner Mobilität. Und natürlich, wenn er dann keine Mobilität mehr hat, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Also entweder er wird ambulant zu Hause bei sich gepflegt und da kommt dann dreimal am Tag ein Pfleger und kümmert sich um ihn. Oder ja, was er auf gar keinen Fall möchte, was aber halt die einzige Alternative wäre, dass er dann in ein betreutes Wohnen, also ein betreutes Heim kommen würde. Und das sind die Dinge, die ich sozusagen von den Ärzten erfahren habe. Vielleicht stellt sich jetzt heraus, dass sein Gesundheitszustand doch besser ist und dass er doch nochmal das weiterschafft und alles in Ordnung ist. Aber so ist der aktuelle Stand, den ich euch jetzt zu diesem Zeitpunkt, heute ist Ostersamstag, fast 15 Uhr, so mitteilen kann. Damit ihr auch ungefähr wisst, welche Zeitspanne jetzt schon wieder hinter uns liegt. Es gibt auch Möglichkeiten, also das, was mir die Ärzte gesagt haben, ich muss mal hier kurz auf die Kamera gucken, ja. Es gibt auch Möglichkeiten, die Ärzte mir gesagt haben,
womit er theoretisch gesehen wieder richtig laufen kann. Also entweder es wird eine Operation durchgeführt, die natürlich in seinem Alter extrem gefährlich ist, so wie letztes Jahr auch die Operation am Bauch mit dem Darm, wo er diesen Darmriss hatte mit den körperlichen Einblutungen, welches ja zum Glück durch eine Notoperation damals ja gerettet werden konnte und er ja auch dort eigentlich einen ganz guten Genesungszustand hatte. Aber wie gesagt, sich natürlich durchs Alter und durch die Vorerkrankungen das nichts gebessert hat. Also es ist halt, man muss jetzt schauen, dass man die Dinge, die er noch kann, so gut wie möglich erhält. Das ist einfach der Faktum, den ich jetzt da einfach nur so ansprechen kann. Und die Ärzte haben mir gesagt, also das Beste, was man kurzfristig jetzt machen kann, es gibt eine Möglichkeit, die Nervenbahn und das Rückgrat frei zu spritzen. Also da eine, ich weiß gar nicht, was das für eine Spritze ist, ihm zu geben, aber auf jeden Fall, dass man da das Ganze sozusagen freispritzen kann. Und bei manchen Menschen hilft sowas, dass sie die nächsten 2 Jahre schmerzfrei dann wieder laufen können. Das ist natürlich eine Abwägungssache, die muss der Vati entscheiden. Ich kann ihm die Entscheidung nicht abnehmen und ihr wisst selber, wie das bei älteren Menschen ist. Aber ich hoffe, dass er dem Ganzen zustimmt. Die Alternative dazu ist also Spritze, Operation oder gar nichts mehr und dann wäre das ganz, ganz schlimm. Okay, so viel jetzt erstmal dazu. Ich werde jetzt, wie gesagt, hinfahren, werde versuchen, euch mitzunehmen. Dort habe ich jetzt genau 1 Stunde Zeit, wenn ich da bin, mit ihm zu reden. Ich muss auch vorher noch so einen Corona-Test machen. Und in der Hoffnung, dass alles passt, dass ich dann mit ihm sprechen kann. Und vielleicht möchte er euch ja auch was sagen. Ich werde ihn fragen und dann werden wir es sehen. Also ich bin jetzt angekommen. Ich sitze jetzt hier vor dem Krankenhaus. Da ist noch so eine Corona-Teststation. Ich musste mich jetzt gerade natürlich in die Nase pieksen lassen. Und jetzt dauert es 15 Minuten, bis dann da ein Ergebnis ist, wo ich jetzt hoffentlich davon ausgehe, dass bei mir alles in Ordnung ist, weil ich bin ja geboostert und so. Also kein Problem in der Hinsicht. Und das ist natürlich, man muss jetzt natürlich halt gucken. Ja, der Typ war sehr unfreundlich, der da drin ist. Der hat natürlich auch keinen Bock auf seinen Job. Also keine Ahnung, weil keiner mehr darauf Bock hat. Und er hat mir dieses komische Stäbchen hier bis hier oben reingesteckt in die Nase und meine Augen. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich habe meine Nasen und Augen haben voll getränt. Und dann natürlich, weil ich nicht richtig Luft kriege, dann, weil er mir das Ding in die Nase steckt, musste ich noch so ein bisschen husten. So, oh, halt so mal ihren Mund zu. Ich denke nur so, der steckt mir das Ding in die Nase, wie soll ich denn dann atmen? Naja, scheiß drauf, Alter. Mal gucken, dass ich jetzt gleich reinkomme zum Party und dann schauen wir mal, was als nächstes passiert. So, dann sieht man alles und du kannst alles erzählen, was du möchtest. Ich möchte aber, bevor du was sagst, möchte ich dir die Nachrichten zeigen, die Menschen geschrieben haben. Es haben sehr viele Menschen das kommentiert. Also haben, ich hoffe, dass ich hier eine Verbindung kriege, weil ich habe eine schlechte Handyverbindung. Guck mal, da ist Blut mal runtergelaufen. Da vorne an dem Bein. Ja, wird nicht weggemacht. So ein Schweinkram. An dem Bein? Wo an dem Nein, da vorne, hier. Nein, guck, geh mal weg. Da, hier, wo das Holz ist. Ach, da, hier. Guck mal runter. Ah, okay. Ja, das kannst du mit aufnehmen. So ein Saugraum liegt da. So, Fati, also. Ach so, du hast mir gesagt, weil du das aufnehmen willst. Ja. Deswegen. So, alles gut. Also. Fati, ich habe jetzt hier die Kommentare, ich lese dir das mal vor. Also Manuela Nestler hat geschrieben, ich wünsche deinem Fati vom Herzen, dass er schnell wieder gesund wird und er keine Schmerzen mehr hat. Es macht mich traurig, wie Mann und ältere Menschen mit ihm umgegangen wird. Dann nicht so schnell. Jasmin schreibt, ich finde es beschämend und einfach nur traurig, wie man mit den kranken Menschen umgeht. Ja. Schön, dass es dich und dein Fati an deiner Seite hat. Ich wünsche Fati von ganzem Herzen alles, alles Liebe. Gute Besserung, fühlt euch lieb gedrückt. Ganz liebe Grüße aus der Südpfalz. Südpfalz, ja. Sehr schön. Dann der super übertalentiert. Alles Gute für Fati, eine schnelle, gute Genesung und ganz, ganz liebe Grüße aus der Pfalz. Michaela schreibt, tut mir wirklich sehr leid für euch. Deinem Fati alles, alles Gute. Birgit schreibt, hallo lieber Osok, ich komme auch aus der Pflege. Ich habe 48 Jahre das Ganze mitgemacht. Mich stimmt es auch nicht mehr, was hier passiert. Es macht mich traurig. Ich wünsche deinem Vati alles Gute, Liebe und schön, wie du dich um deinen Vati kümmerst. Es ist nicht selbstverständlich in unserer Zeit. Ganz liebe Grüße, Brigitte. Trixi schreibt, eine schnelle Genesung und alles Gute für deinen Vati. Dann Susanne schreibt,
Gute Besserung an den Vati. Holger schreibt, gute Besserung an den alten Herren. Ja. Kerstin schreibt, ich wünsche deinem Vati alles Gute und dass er im wahrsten Sinne des Wortes wieder schnell auf die Beine kommt. Mhm. Ganz, ganz liebe Grüße aus Zwickau. Ist ganz lieb, ja. Carola schreibt, guten Abend, Osorg und Mira, alles, alles Gute für den Vati. Und das geht so weiter. Das sind ja, ja. Insgesamt sind das, ich muss mal gucken, 73 Kommentare. Also, und hier siehst du das, 1081 Menschen. 1081 ja, ja. Menschen haben sich das angeguckt ja. Und 83 oder 73 Menschen haben das kommentiert und wünschen dir von Herzen gute Besserung, dass es dir wieder schnell wieder gut geht. Vielen Dank. Ja. Ja, müsste man. Fadi, wir haben jetzt alles soweit besprochen. Ja. Und wie gesagt, den Ärzten mal einen Tritt vors Schienbein, dass sie solche Sachen erzählen. Dass ich nicht, mich nicht behandeln lassen will. Wozu liege ich denn hier? Ich spreche, Vati. Oh, kratzer mal. Ich habe zwei. Hast ja, du deinen Rückenkratzer hier? Soll ich dich mit dem Rückenkratzer ja, kratzen? Da kratz mal ordentlich. Ja, da. Herr Vati hat uns den Rücken gekratzt kriegen mit seiner Rückenkratzhand hier. Das ist, Vati, das ist die Affenkralle. Ja? Das ist mein Lebensretter. Wenn es dich zu doll am Rücken juckt. Ja, ich habe jetzt Tage gehabt, wo ich völlig frei von Juckreiz gewesen mhm. ist. Und bleibst du hier sitzen? Ich bleib hier sitzen, ja. Okay. Du kannst, wie gesagt, den Zuschauern noch was sagen, wenn du denen noch was erzählen möchtest, Vati, wie es dir ja. geht, was jetzt aktuell los ist. Lass mich mal. Hallo, liebe Zuschauer. Ich sitze hier und schneide Speck und wer mich lieb hat, holt mich weg. Wer einen Vers aus dem alten Berlin, solange jedenfalls die Mauer gestanden hat, und wer diesen Spruch hört, der weiß genau, wer ihn mal konzipiert hat. Okay, ich freue mich darüber, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die sich für mich interessieren. Wir bilden eine Einheit als Familie und das ist so toll, dass ich nur sagen kann, Dankeschön für alles, was von euch kommt. Meine Stimme versagt mir, deswegen ist alles Gute für euch und ich drücke euch die Daumen, dass es mir bald wieder besser geht, damit ich hier bald rauskomme. Vati, ich hab dich lieb. Okay, ja. So, ich mache jetzt folgendes, Vati. Ach, im Übrigen, das Letzte, was ich noch sagen wollte. Besorgt euch so etwas. Das nennt man Rückenkratzer. Kommt aus Indonesien, Malaysia, was weiß ich. Und das ist das einzige Stück, was ich hier mit ins Krankenhaus genommen habe, was mir das Leben gerettet hat. Versucht euch mal mit dem Ding auf dem Rücken zu kratzen. Da kommen die unmöglichsten Bewegungen raus. Also, nichts für ungut. Fadi, grüßt euch alle. Ich hab dich lieb. Ich bin jetzt raus aus dem Krankenhaus und ja, für die Leute, die es interessiert, da oben in dem Fenster, da sitzt der Fadi. Und ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich ihm auch 20 Minuten zugewunken, als ich hier auf meinen Corona-Test gewartet habe, der natürlich ja negativ war bis dahin. So, ich mache jetzt auf dem Rückweg nach Hause und wenn ich im Auto sitze, werde ich jetzt euch nochmal das sagen, was ich mit dem Vati noch besprochen habe. Und ja, ich denke, das war es dann auch so weit für heute. Schwierig, schwierig, schwierig die Situation, aber wir hoffen das Beste, sage ich erstmal so. Ja, ich bin jetzt wieder im Auto und ich werde euch jetzt natürlich noch so ein bisschen berichten, was ich mit dem Vati besprochen habe. Also ich kann das natürlich wirklich nicht einschätzen, wie es sich auf den Geist und die Psyche auswirkt. Vati nimmt sehr, sehr viele Tabletten. Er hat mir dann seine Tablettenschachtel gezeigt. 20 verschiedene Tabletten, die er sich ja nehmen muss für die Niere, für die Leber, für die Prostata, gegen die Schmerzen, fürs Pinkeln gehen, für ja, Blutverdünner, für den Körper. Also er ist schon sehr, sehr stark gezeichnet. Er saß jetzt auf dem Bett und da konnte ich ganz gut mit ihm sprechen. Auch im Sitzen schien er weniger Schmerzen zu haben als, ja, als davor. Aber es ist natürlich alles unter dieser Schmerzmedikation und der Schmerztherapie ja,
drin, sage ich jetzt mal, was alles, was damit zusammen, im Zusammenhang halt steht, sage ich jetzt mal so ganz pauschal. Und es ist halt so, dass ich sage, okay, das ist gut, dass er im Krankenhaus ist, aber er hat halt auch viele Sachen bemängelt, wo er meint, dass er keine, ja, keine Antwort von den Ärzten bekommen hat oder die Ärzte nicht mit ihm geredet haben und er keinen Klartext hat und er nicht weiß, wie es weitergeht, was ich mir im Grunde selber nicht so vorstellen kann. Ich glaube, eher ist es doch dann so, wie das dann häufiger ist, dass er jetzt ja als Patient erstmal die großen Schmerzen, die er natürlich hatte und natürlich auch die große Anzahl an Medikamenten, die er genommen hat, dass diese natürlich dafür gesorgt haben, dass er ja vielleicht ein paar Sachen wieder vergessen hat oder als die Leute und die Ärzte mit ihm gesprochen haben, dass er das nicht so ganz verstanden hat, was die von ihm wollten. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, muss ich sagen. Ist ja auch nicht ungewöhnlich bei der großen Anzahl an Medikamenten, die er nehmen muss. Er selber ist natürlich da eine andere Meinung, dass er, ich bin im klaren Geist, ich bin ja nicht dumm, ich bin ja nicht dement, ich habe ja keinen Alzheimer und so wie er halt ist. Und das habe ich auch nicht gesagt, sondern ich habe ihm dann auch versucht klarzumachen, Fadi, das ist keine Kritik an dir oder an deiner Person oder sonst was, sondern ich will einfach nur damit sagen, ja, das kann durchaus sein, dass das einfach mit den Medikamenten zusammenhängt ist und dann hat man selber eine andere Wahrnehmung. Das ist ja einfach so, das ist ja Fakt, das ist ja nichts Böses und da ist auch nichts Böses gemeint daran. Gut, auf jeden Fall habt ihr gesehen, der Fadi hat sich wirklich ganz, ganz herzlich bei euch bedankt. Der war auch den Tränen nahe, als ich ihm die Sachen gezeigt habe und dass sich so viele Menschen um ihn halt Gedanken machen. Wir möchten da an dieser Stelle, also nicht nur ich, sondern auch für den Fadi gemeinsam nochmal Danke sagen. Danke, dass ihr uns da so viel Mut zugesprochen habt. Und ja, dass es jetzt halt erstmal in der Hinsicht, so wie es jetzt ist, ja, weitergeht. In der Hoffnung, dass wir vielleicht nach Ostern in ja dann auch 1, 2, 3 Wochen, je nachdem wie sich das Ganze verhält, die Möglichkeit bekommen, ja entweder dass er wieder nach Hause kommt oder dass er halt über eine Physiotherapie-Reha-Möglichkeit so viel aufbaut, dass er dann halt wieder nach Hause kann und nicht, dass es dann heißt, okay, wir müssen ja Pflegebedürftigkeit beziehungsweise halt statt Hauskrankenpflege Heim oder sowas. Das will man ja nicht, will man ja nicht. Keiner möchte sowas, ja. Kann ich auch nachvollziehen, dass niemand sowas möchte. Gut, ja, ansonsten sind wir damit am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch mit diesem Update ein paar Einblicke geben konnte, wie das Ganze gelaufen ist. Ihr könnt mir natürlich gerne wieder in die Kommentare schreiben, wie es jetzt, ja, gefühlstechnisch bei euch aussieht, ob ihr dem Fadi nochmal Grüße dalassen wollt, möchte ich jetzt nicht betteln, sondern ihr wisst schon, also wenn ihr das machen möchtet, dann sind wir da sehr dankbar für und freuen uns wirklich drüber. Ihr könnt gerne auch noch einen Daumen nach oben auf dem Video dalassen und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozok. Ciao.